Recht herzlich willkommen zur 140. Folge von Grand Age Medieval. Ja, du hast letztes Mal reingeguckt, die hatte wieder 26.000, 27.000. Da brauchen wir also gerade nicht vorbeischauen, sondern unser Ziel war es jetzt, Geld zu machen. 700.000 sind da oben. Das ist die Frage, wo gerade diese ganzen Überfälle stattfinden. Unten, okay, alle. Sieht wohl so aus. Ne, da ist noch was anderes. Gibt es hier irgendwo eine Truppe? Wahrscheinlich nicht. Nicht wirklich. Kriegen wir jetzt hier einen ausgehoben. Ausbilden. Okay, da sind die Bären hier los. Und da kommen sie auch schon wieder. Da. Hier ist der Warenhaufen, ne? Warten wir es gerade ab. Da ist die Einheit. So, befinden wir uns im Kampf. Und die Luchse gewinnen das Ding ganz locker. Unsere Einheit ist da nicht so dolle, wie wir gerade sehen. Also das ist nicht die ideale Einheit, um Luchse anzugreifen. Die haben gar keine Verluste gehabt, so wie sehe ich das. Gut, dann schauen wir mal nach anderen Einheiten, die das machen. Kümmern wir uns um Schwertkämpfer hier und gucken, ob der das kann. Okay. Klappt das? Na, der dauert natürlich eine ganze Ecke länger. Gehen wir mal runter nach Izmir. Oh, jetzt muss ich gerade niesen. Oder auch nicht. Gerade noch so vorbei. So, was machen wir hier für eine Truppe hin? Einen Bildenmeister will ich da nicht haben. Nehmen wir eine Kavallerie hier mal an. Weil hier muss ja Haufen geben dann, ne? Das war ja eben angezeigt, oder? Oder hat die schon andere eingesammelt? Das wäre natürlich der Hammer. So, wir müssen gerade nach den Truppen gucken. Die ist hier. Und dann gehen wir mit den Schwertkämpfern mal auf die Suche nach Geld. ...9.600... ...11.000... ...11.000... ...und 36.000... ...43 oder 3? Vielleicht auch beides. ...42... Ich glaube, jetzt sind hier keine Haufen mehr. Die waren hier unten, die Herrschaften. Dann lass uns mal gerade hier weitergehen. Ah, da kommen jetzt Löwen raus, oder was? Luchse fahren, nicht Löwen, Buchse. Und die haben gegen die Schwertkämpfer weniger eine Chance. Jetzt wird es gerade Winter. Ja, das sieht besser aus. 22, 19, 15, 12, 11, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, vorbei. Vorbei? Komm, dann gehen wir da auch gerade rein. Nur 68. Okay.
31, 28, 3 gehen momentan runter. Ja, die schlagen sich aber diesmal besser. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und erledigt. Boah, das ist aber jetzt der Hammer, oder? Ja, das war's dann. Super. Alter Schwede, wie viele Luchse sind denn da drinne, bitteschön? Das war ja jetzt wirklich der Hammer, oder? Da wollen wir uns jetzt keine Sorgen machen, da geht's jetzt richtig rund. Okay, das bedeutet, wir müssen hier wieder Truppen ausheben. Machen wir diesmal zwei davon. Was macht das Pferd unten in Izmir? Ist fertig. Stopp, hier war noch irgendwo ein Haufen. 4000. Stopp, da ist was. Okay. Marschieren wir mal hier rüber. Gucken uns das hier irgendwo an. Irgendwo war eine Truppe fertig geworden. Nee. Okay, damit ist das hier gleich erledigt. Da ist ein Bahnhaufen. 44.000 und 20.000. Da oben ist nochmal was, oder? 1.000, okay, das war nicht so viel. Okay. Nochmal 13.000. Da ist noch ein Haufen. Ne, wohl doch nicht. Okay. Habe ich da jetzt einen Haufen gerade angezeigt gekriegt? Nein, das war Kavallerie. Okay. Marschieren wir mal gerade hoch. Einfach hier weiter hoch. So, dann gehen wir da mal hin. Laufen die lang da? Quer über den Berg, okay. So, und dann gucken wir mal, dass wir die ersten Einheiten hier kaputt machen. Mal gucken, dass wir einer da weglocken, weil alle auf einmal werden wir wohl nicht schaffen. Ja, super, dann können wir das jetzt auch gerade mal komplett machen. Naja, wenn da keiner beikommt, können wir es schaffen. Jetzt haben wir noch Luchse noch. Hundertvierzig weniger. Ja, und dann ist noch die Frage, ob man da nochmal reinguckt, ne? Irgendwo, vielleicht gibt es ja eine Belohnung, aber wissen tut man es auch nicht, ne? Nur noch Schwertkämpfer da, okay. Was ist das hier? Eine Holzhütte. Da sind Banditen.
Nur die letzten zwei Loks noch. Und eigentlich müssen wir gucken, wo ein Zelt ist. Ich glaube, ein Zelt war dafür da. Um, ne? 3000. Und da kommen schon wieder ein paar Luchse. Okay. Ja, vielleicht sollten wir erstmal die Truppen in der Stadt schicken, damit die sich regenerieren können, ne? Wäre vielleicht sinnig, damit die nicht so schnell wieder kaputt gehen. Jo. Da wird's besser auf jeden Fall, ne? Ja. So, dann schauen wir mal. Oh, wir haben schon ein bisschen Geld, also unsere Händler haben schon ein bisschen Geld gemacht, ohne unser Zutun. Das ist ja schon mal was. Vielleicht haben wir auch ein bisschen eingesammelt. Könnte auch sein, ne? Dann können wir hier ausbilden. Dann kommen wir mal hier noch einen Schwerträger raus. Hier ist Kiew. Hier oben war noch Wisna. Und Krakau ist hier auch. Ja. Und Janowitz. Hier ist eine Einheit. Das ist eine Kavallerieeinheit, okay. Mit der haben wir vielleicht geguckt, was da oben los ist, ne? Immer im Galopp. Okay. Gut, das sind jetzt Barnabas Truppen, die unseren gerade hier kaputt machen. Und was haben wir hier? Immer noch 27.000. Schade, ne? Ja, damit ist das auch Geschichte. Die Einheit war dann auch für umsonst. Die Kavallerie bringt's nicht. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, ne? Komm, dann ziehen wir mal ein paar Bogenschützen hoch. Gucken, was die können. So ein bisschen checken, wer gut ist und wer schlecht ist, ne? Ja. Da laufen schon wieder ein paar Bären oder was auch immer sind rum. Ja. Bis in die Stadt oder was soll da noch weiter? Und die folgen ganz schön weit, ne? Okay. Haben wir hier noch irgendwen? Naja. Komm, machen wir eine Reiterei hier mal gerade hin. Um zu sehen, was wir machen können. Der ist durchgelaufen da. Und da laufen die Bären hin und her. Okay, da werden wir natürlich angegriffen, ist klar. Die Grünen nicht, ne? Oder? Ne, unsere werden, vielleicht kriegen wir nur Signal. Könnte ja auch sein, ne? Müsste man gleich gucken, ob die Reiterei da mal rauskommt. Was machen die anderen denn? Die sind geheilt, die auch. Alles gut, also. Ist gebonkt. Irgendwo ist die Einheit fertig geworden. Ja, jetzt bongen wir mal hier gerade die Holzhütte, das interessiert mich ja doch. Okay, das wären Truppen gewesen, die sich anschließen. Jetzt haben wir hier drei Einheiten dann, oder? Ja. Gut. Ja, dann schicken wir die schon mal hier hin, denke ich mal. Und gucken zu, dass wir hier noch ein bisschen mehr Geld zusammenkriegen am Ende. Und ja, da kümmern wir uns um die nächste Runde drum.
Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal dann auch dabei seid. Bis dann. Tschüss.